Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei dem Vieh in seinen Abenteuern. Irgendwo, wo es kalt ist. Jawohl, auch Nate ist wieder da und Petra sitzt immer noch und wartet auf bessere Zeiten. Ja, wir sind wieder hier bei den Viehchroniken und ich hoffe, ihr hattet alle ein fröhliches Momsfatz. Wo waren wir stehen geblieben? Nate wurde aufgeweckt bzw. gerettet, hat irgendwie immer noch nicht gesehen, dass da oben ein kleines Mannequin hängt. Das könnte er sein. Wir steigen voll ein, ne? Schauen wir mal, was Sache ist und vor allen Dingen, was können wir hier eigentlich noch retten? Ihm ist langweilig. Okay, wir schauen erstmal. So. Das ist eine einzige Katastrophe. Selbst wenn ich mich mit Luftschiffen auskennen würde, bräuchte ich Wochen, um das alles zu reparieren. Ja, lieber Nate, ich glaube, da hast du absolut recht. Und das Problem ist, du kannst dich eben nicht gerade mit Ruhm bekleckern, dass du dich mit Luftschiffen auskennst. Von daher wirst du ziemlich am Arsch sein. Und wirst bestimmt deinen Lebensabend mit Petra verbringen. Oh Gott, Petra. Gibt's nicht noch was anderes? Irgendwas, was ich sonst noch... Die Kiste. Eine Menge unnützer Kram. Schirmmützen und T-Shirts zum Beispiel. Pelzmützen und dicke Handschuhe wären hier angebrachter. Ja, du kannst ja Petra fragen und du kannst dir ja vielleicht aus ihr dir eine kleine Wollmütze... Nein, also so weit... Na, also jetzt, Leute, so weit sind wir noch nicht. Ach, der Käfig. Ach, jetzt geht der dahin? Ich bin zwar nicht mehr hinter Gittern, aber immer noch ein Gefangener. Ein Gestrandeter auf einem Meer von Eis. Entschuldigung. Warum ist eigentlich niemand dabei, wenn ich so etwas Tiefgründiges von mir gebe? Nate, wir sind alle bei dir. Wir hören dir alle zu. Das Problem ist, das mit dem Tiefgründig, das ist nicht so wirklich, sagt dir vielleicht noch was? Die Trümmerteile sind über hunderte Meter verstreut. Okay. Es sieht nicht gut aus für die alte Lady. Okay. Alles klar. Ich sehe es schon. Wir sollten manche Dinge vielleicht mehrmals anklicken. Ich hätte meinen Triumph über Marsas nicht so auskosten sollen. Wenn man sein Schiff durch ein Gebiet fliegender Inseln steuert, sollte man ab und zu nach vorne schauen. Ja, da hast du recht. Du kannst es aber mitnehmen. Das würde ich dann auch sagen. Das machen wir dann nochmal. So. Was haben wir denn noch? Das Aussicht. Da ist ein Loch. Okay. Gibt es noch ein paar Teile? Wir können natürlich das Wrack nochmal betrachten. Gebrochene Planken, zerstörte Propeller und die Maschine wird auch einiges abbekommen haben. Ich sollte ernsthaft in Erwägung ziehen, die alte Lady hier zurückzulassen, sofern ich ein anderes Transportmittel finden kann. Oh. Wenn Marsas hier auftaucht, bevor die alte Dame flugtauglich ist, bin ich erledigt. Gebrochene Planken, zerstörte Propeller und die Maschine... Ich sollte ernsthaft... Okay, das ist alles klar. Wenn Marsas hier auftaucht... Ja, da ist also noch etwas im Petto. Ich hasse sie. Ehrlich, ich meine, das ist, okay. Wir müssen ja rein. Wir müssen ja. Also, Petra! Ob das noch eine Schiffbrüchige ist? Ich meine, was sollte ein normaler Mensch sonst hier wollen? Die ist nicht normal, Ned. Rede mit ihr und du wirst sehen, sie ist nicht normal. Hi. Ist das Ihr Abfall? Das ist mein Schiff. Ich bin hier abgestürzt. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass das hier ein von Petra bewachtes Naturschutzgebiet ist. Ja, genau. Mhm. Oh, hier, der schöne Pullover. Jetzt mal ernsthaft, was tust du hier? Ich sammle Fronterfahrung. Der Krieg tobt im Süden.
Das ist der Krieg der Menschen, Zwerge, Orks und all der anderen Stinker. Dies hier ist der Kampf um die Natur. Wer gewinnt? Petra wird gewinnen. Meine Tierschutzorganisation. Ich sag dazu nur eins. Wie auch schon beim letzten Mal. Schnauze, Petra! Nein! Okay. Und was ist Petra? Petra befindet sich noch in der Gründung. Aber es wird ein Bündnis der besten, engagiertesten und großartigsten Menschen sein. Also genau null. Ein Bündnis von Männern? Wir werden Geld und Einfluss haben und egal, wo ihr hinschaut, überall wird unser moralischer Zeigefinger schon auf euch warten. Wir verdienen unser Geld mit Spenden und Merchandising. Jeder kann sich bei uns ein gutes Gewissen kaufen. Und das soll dann die Umwelt schützen? Genau. Genau, so sieht's nämlich aus. Der Zeigefinger, den könnt ihr so viel zeigen, wie ihr wollt, ne? Solange eben auch der Kleinste... sagen wir mal Umweltvernichter, tierfreundlichste Mensch, der eben meint, man müsse aus allem und jedem zum Beispiel gewisse Pelzersatzteile produzieren für Mäntel und Hüte und Kapuzen und so ein Kram. Solange der die Möglichkeit hat, sich sein Gewissen durch einen, sagen wir mal, kleinen Obolus wieder reinzuwaschen, na, da ist doch Petra super für, oder? Okay, was ist denn mit dem schönen Pullover, der bestimmt stinkt wie eine... Boah. Sehr schöne Pullover, die du da hast. Selbst gemacht, natürlich. Bei gekaufter Kleidung werden Tiere ihrer Wolle beraubt. Wenn du den Tieren keine Wolle wegnehmen willst, woraus sind dann deine Pullover? Aus den Haaren von ihren... Was? Schwitzwolle. Das ist Wolle, die die Schafe nicht mehr haben wollen. Woher willst du das wissen? Ich beobachte die Schafe. Und wenn es im Sommer so warm ist, dass sie unter ihrer dicken Winterwolle zu schwitzen beginnen, dann frage ich sie, ob ich sie scheren soll. Und was sagen sie? Ja, Schnauze, gerne. Petra! Glaube ich zumindest. Das sind also Schwitzwollpullover. Richtig, sie sind großartig. Allein der Geruch ist so... Boah! Natürlich! Ich wollte ja schon sagen... Der Pullover ist bestimmt gestreckt aus den Haaren von ihren Zähnen. Ekelig. Petra. Du bist so... widerlich. Okay, weiter. Und du sitzt hier die ganze Zeit auf einem kalten Stein und schaust in die Landschaft? Gehst du nie weg? Ich meine, du musst doch auch mal was essen. Das ist in der Tat ein Problem. Ich hatte mir Brote geschmiert, aber die sind alle. Und hier gibt es nicht sonderlich viel zu essen für eine Vegomanin. Vegomanin? Ich esse nichts, was aus Tieren gemacht ist, was Tiere vielleicht essen würden oder was Tiere schon mal gegessen haben. Außerdem bin ich gegen magische Geschmacksverstärker. Und was wäre, wenn du aus Versehen doch mal ein Stück Fleisch essen würdest? Oh, das wäre nicht auszudenken. Ich hätte einmal fast einen Maikäfer gegessen, der sich in mein Pfirsichkernmüsli verirrt hatte. Ich musste mich tagelang übergeben. Pfirsichkernmüsli. Sie isst nichts, was auch ein Tier essen würde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ein Tier unter Umständen eventuell einen Pfirsichkern verschlucken könnte. Und zwar bewusst. Also, daraus dann das... also, eigentlich dürfte sie gar nichts essen. Null. Weil alles irgendein Tier essen könnte. So mal nebenbei erwähnt. Petra, du... Oh Gott, mir fällt einfach nicht ein. Nichts ein. Nein, 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 ich, nein. Nein, das will ich nicht sagen. Nein, 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 okay. Nee, letzter Punkt. Und du protestierst gegen
alles, was nicht stimmt in dieser Welt. Da ist eine Menge zu tun. Der Krieg, die Zerstörung ganzer Städte, die Ausbeutung der Arbeiter in der Rüstungsindustrie, die alleingelassenen Waisen. Ach was, die sind doch alle selber schuld. Ich kümmere mich um die, die sich nicht selber schützen können. Die Tiere. Und das tust du wie? Ich bin zum Beispiel in Schnitzlingen von Hof zu Hof und habe 2 Dutzend Rinder befreit. Die sind zwar dann im Winter alle umgekommen, weil sie nicht genug Futter gefunden haben, aber besser tot als ein Gefangener der Fleischfresser. Ich wäre gerne frei und am Leben. Ich habe ein Stück Leder von einem der Höfe mitgenommen. Es soll mich immer daran erinnern, dass ich etwas Gutes getan habe. Du bist eine Heldin. Eben. Was? Wieso braucht der Leder? Dieses Lederstück, kann ich das haben? Was willst du damit? Das weiß er vielleicht gar noch nicht. Okay. Ich werde damit viel Gutes tun und Missstände anprangern. Ah. Mit einem Lederlappen? Ja. Natürlich, denn es ist nicht nur irgendein Lederlappen. Es ist Petras Lederlappen. Mit ihm werde ich durchs Land ziehen und den Menschen die inspirierende Geschichte der Mutigen und Gutherzigen. Ja, was soll's. Du kaufst mir das doch sowieso nicht ab. Was? Ja. Ich hätte gern ein Andenken an dich. Oh, also, wieso das? Ich glaube, dass du mal sehr berühmt werden wirst. Tatsächlich? Du bist rücksichtslos, selbstherrlich und völlig verrückt. Du wirst es weit bringen. Vielen Dank. Und dann will ich sagen können, die kannte ich schon, als sie uns nur in den Nordlanden auf die Nerven gefallen ist. Genau. Also gut, nimm das Lederstück als Andenken. Oh, schön. Petra reagiert also auf Nettigkeiten. Ich muss weiter. Oh mein Gott. Petra, du bist einfach nur... Ach, wie heißt du eigentlich? Petra, natürlich. Genau wie meine Organisation. Den Namen werde ich mir merken. Merk ihn dir nicht. Petra, Petra. Nicht mit Petra reden. Petra ist verrückt. Halt dich fern von Petra. Genau. Okay, ist aber T-Shirt nehmen wir noch direkt mit, weil das ist... T-Shirts würden mich wohl nur wärmen, wenn ich sie anzünden würde. Und dagegen dürfte das Fräulein etwas haben. Ach, Quatsch. Aha. So, ist... Was ist denn mit diesem Schild? Das kommt mir so... Nee, ich will nicht mit Petra. So, ist da noch irgendwas? Okay, das Loch haben wir noch. Das... Mammuts Watzloch. Sieht aus, als hätte jemand ein Loch ins Eis gesägt, um darin zu angeln. Nicht angeln, Mammuts Watz sammeln. Ich könnte mir aus mehreren Einzelteilen eine Angel bauen und mir damit etwas zu essen fangen. Ach, würde das einen Spaß machen. Mhm. Nicht. Stimmt. Und dann vor Petra am besten essen. So, was haben wir? Also eine Holzplanke und Lederlappen. Ah ja, gut, okay. Reden wir mit unserem Freund und Helfer, unserem Retter in der Not, dem Retter aus dem Kochtopf, dem Vieh. Wird bestimmt spaßig. Hallo, Vieh. Kannst du mir sagen, was ich jetzt tun soll? Du meinst, da hinten werde ich weniger schnell sterben? Na toll. Ja, dann, Nee, da gehen wir nicht hin. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gucken. Das Vieh hat Flöhe. Oder da hinten hast du dein Versteck? Warum nicht? Schlimmer kann es kaum werden. Doch. Viele Viecher. Hey. Sag ich doch. Gehört dir und deinen Leuten der ganze Kram hier? Wisst ihr, wie man damit umgeht? Ich meine, könntet ihr vielleicht ein Luftschiff reparieren? Natürlich. Mhm. Okay, hier ist der Plan. Ihr helft mir, die Mary zu reparieren, bevor Sasi auftaucht. Und dann helfe ich euch natürlich auch irgendwie, in Ordnung? Keine Ahnung. Habt ihr sowas wie einen Anführer? Bring mich zu ihm. Ah, da lang. Okay, dann... Gehen wir mal da lang. Ja. Da drin ist euer Anführer? Wie geht sie auf? Hallo, Lupa.
Was wollen? Ich bräuchte Hilfe mit meinem Luftschiff. Es ist da hinten auf der Eisfläche abgestürzt. Mensch, Hilfe! Wir können keinen Mann entbehren. Wir müssen uns auf Munkus Rückkehr vorbereiten. Hallo? Munkus, der Sohn der Erzhexe Mothroga? Was weißt du über ihn? Ich bin ihm ein paar Mal begegnet, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Was habt ihr mit Munkus zu schaffen? Er hat uns etwas gestohlen. Unser Herz. Naja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Es handelt sich um ein wichtiges Teil unserer Maschine. Ohne das Herz haben wir keine Energie und stecken hier fest. Das Vieh immer mit seinem Kratzen, ey. Also ich finde das lustig. Das sieht einfach knuffig aus. Ich hätte gern so ein Vieh als Stofftier. Oh, ich finde das so duft, ey. Doch echt, ich finde das klasse. Mir gefällt das. Okay, wer seid ihr? Da. Ich habe solche Geschöpfe wie euch noch nie gesehen. Und hätten wir unsere Mission erfüllt, hätte sich daran auch nichts geändert. Eure Mission? Wir sind Forscher. Entdecker. Wir reisen dorthin, wo nie zuvor jemand gewesen ist. Da habt ihr mit den Nordlanden einen Treffer gelandet, hä? Wie seid ihr hierher gekommen? Wo ist euer Schiff? Ich habe schon zu viel gesagt. Wir hätten mit niemandem Kontakt aufnehmen sollen. Beobachtung. Das war unsere Mission. Wollen wir uns nicht lieber von Angesicht zu Angesicht unterhalten? Tut mir leid. Niemand darf unser Heiligtum betreten. Ich komme in Frieden. Das haben auch schon andere gesagt. Ihr seid noch nicht bereit, unsere Geheimnisse zu entdecken. Okay, aber ich brauche wirklich eure Hilfe. Mein Luftschiff ist nur noch ein Wrack. Ich habe kein Werkzeug, ich habe keine Ersatzteile, ich habe keine Erfahrung in Sachen Luftschiffreparatur. Und zu allem Überfluss ist mir noch eine Kopfgeldjägerin auf den Fersen, die ich vielleicht besser nicht wütend gemacht hätte. Ich brauche wirklich Hilfe. Es tut mir leid, Mensch. Aber seit 2 Jahren sitzen meine Crew und ich hier fest. Und können auf keine Hilfe aus der Heimat hoffen. Wenn wir nicht bis morgen Abend das Herz haben, müssen wir ein weiteres Jahr auf eine günstige Reisegelegenheit warten. Und noch ein Jahr werde ich wohl nicht überstehen. Wir schaffen. Ganz ruhig. Ja, genau. Wir sollten uns gegenseitig helfen. Ich könnte euch bei eurem Problem mit Munkus helfen. Und ihr helft mir mit der Reparatur der Mary. Wir haben bisher nur 2 Menschen kennengelernt. Der eine läuft in einem Yeti-Kostüm herum und will sich selber fangen. Der andere ist Petra. Wir haben nicht das größte Vertrauen in die menschliche Rasse. Es sind nicht alle wie die beiden. Ich könnte euch euer Herz zurückholen. Munkus hat es in seinem U-Boot. Was lässt dich glauben, du könntest es zurückholen? Ja, ich bin genau, Dieb, ja eigentlich schon, ja sicher doch, Kämpfer, klar, Nate. Also Dieb und Überredungskunst, das sind so beides Dinge, die sind, ich sag mal das. Ich bin geschickt mit Worten, ich könnte einem Nordmann einen Kühlschrank verkaufen. Jo. Du weißt, was ein Kühlschrank ist? Nö, aber trotzdem könnte ich ihn verkaufen. Das überzeugt mich nicht. Du bist nicht gut mit Worten. Okay. Bin ich doch? Bist du nicht. Bin ich doch? Du kannst Munkus unser Herz nicht abschwatzen. Kann ich doch. Dann bin ich ein mächtiger Kämpfer. Hör mal zu, die Trolle von Yogeshwar fürchten meine Axt. Die Harpyen der Weißen Küste erzittern vor meinem Speer. Die Kobolde von Darwish schlottern vor... naja, ich bin halt ein ziemlich guter Kämpfer. Aber Munkus ist ein Hexenmeister. Denen kann man mit Äxten oder Speeren nicht beikommen. Es sei denn, du hast magische Waffen.
Ja, vielleicht, vielleicht gehe ich hin und flenne wie ein kleines Mädchen. Das sollte sein Herz erweichen. Oh, genau. Ich schätze deine Einsatzbereitschaft. Aber ich fürchte, das ist kein erfolgversprechender Plan. Doch, das ist super. Naja, dann kommen wir also zu dem, was er am besten kann. Er ist nun mal ein Dieb. Bunkus wird nicht einmal merken, dass ich ihm euer Herz gestohlen habe. Ich bin ein geschickter Dieb. Tatsächlich? Das wäre in der Tat eine Möglichkeit. Sobald wir das Herz haben, brauchen wir weniger als eine Stunde, um uns auf die Reise zu begeben. Na dann los. Repariert schon mal mein Schiff. Anschließend bringe ich euch das Herz. Nicht so schnell. Wir bringen uns in große Gefahr, wenn wir uns gegen Bunkus stellen. Du musst erst einmal beweisen, dass du tatsächlich ein Meisterdieb bist. Warum? Können diese Augen lügen? Ja. Gehe zum Menschenweib Petra. Sie hat uns eine wichtige Antenne gestohlen, wie es scheint. Bringe uns die Antenne als Beweis deiner Fähigkeiten. Dann sehen wir weiter. Ja. Aber... Beeile dich. Die Zeit drängt. Also gut. Vermute ich meine einzige Chance. Du bleibst hier, Bursche. Der Mensch muss seine Fähigkeiten alleine unter Beweis stellen. Komm herein und bringe mir den medizinischen Brandy. Okay. Tschüssi. ja. Petra hat also die Antenne gestohlen. Natürlich. Wenn Petra klein, lila und einen krummen Rücken hätte und einen Mund, der sich öffnet bis zum Bauchnabel, dann wäre das die richtige Aussage. Ja, Petra. Dann, was macht der hier? Gibt's hier was zu sehen?